Heute werde ich ein Gestell für diese schöne Maschine bauen. Wir werden uns einen Antrieb per Kaltriemenscheibe bauen, um diesen Motor hier zu benutzen. Und am Schluss werden wir die Maschine auch noch benutzen. Das erwartet dich im heutigen Video. Also viel Spaß beim Zuschauen. Nicht schön geworden. Als nächstes können wir die Maschine oben drauf schrauben und auf die Seite kommt der Motor. Nach über bestimmt 60 Jahren Stillstand der erste Testlauf. Fuck! Scheiße! Ich glaube, ich habe einen Denkfehler. Die Schärferrichtung ist fertig.
Jetzt werde ich ja noch ein bisschen was dazu erzählen. Zuallererst mal zum Herzen. Dieses Teil hier habe ich ja in dem Video nicht gezeigt, wie ich das hergerichtet habe, denn das war ein eigenes Video. Das verlinke ich dir oben rechts. Da zeige ich dir, wie ich das komplette Ding auseinandernehme. Und da wirst du wahrscheinlich erstaunt sein, wie dieses Teil vorher ausgesehen hat, denn es sah nicht so schön aus, wie es jetzt aussieht. Wir haben hier eine hölzerne Riemenscheibe, die läuft wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe die extra ein bisschen größer gemacht, damit der Schleifbock ein bisschen langsamer schleift und dabei nicht zu viel Hitze beim Schleifen entsteht. Das hier ist ein alter Kreissägenmotor und der ist hier quasi an diesem Stück gelagert und das bedeutet, der Motor spannt den Riemen, also der Motor spannt den Riemen durch sein eigenes Gewicht. Das kann hier auch nirgendwo hin. Das bedeutet, wir haben immer schöne Spannung auf dem Keilriemen. Ich wollte mich bei diesem Gestell einfach mal selber ein bisschen challengen und deswegen sind auch hier diese senkrechten Posten nicht an den Seiten. Die sind jetzt hier ein bisschen nach innen gelegen und das war einfach eine kleine Übung für mich, damit ich ein bisschen mehr Übung halt eben beim Schweißen und beim Konstruktionsbau, sage ich mal, bekomme. Und ich wollte auch diesmal das Ganze weich streichen, einfach mal um ein bisschen andere Farbe zu benutzen, um da halt so ein paar Erfahrungswerte zu sammeln. Wir haben hier vier Bremsrollen. Warum vier Bremsrollen? Ganz einfach, ich schiebe den Bock hier oben immer von Seite zu Seite und so habe ich einfach ein bisschen mehr Bremsung auf dem Boden, damit mir der Bock auch nicht durch die Werkstatt rutscht, wenn ich das Teil halt eben benutze. Der läuft jetzt noch ein bisschen schwergängig, aber er läuft auf jeden Fall mal, ohne dass hier irgendwas rumkippt. Wenn ich hier in diese Richtung drücke, dann kann es manchmal sein, dass es ein bisschen kippt, aber dann kann ich einfach auch ganz bequem den Fuß hier unten draufstellen und dann halt eben hier oben die Führung gut schieben. Kurze Info für die Technikbegeisterten. Früher war das hier der Hauptantrieb. Hier war ein Flachriemen, das war eine alte Transmission. Da ist dann immer jede Maschine quasi gelaufen. Das ist dann aber dann, wenn man die Maschine nicht benutzt hat, hier über diese Umlenkrolle gelaufen, über diese Antriebsrolle. Und wenn man die Maschine benutzt haben oder wenn man die Maschine benutzen wollte, hat man den Riemen hier rüber geschoben und hat dann quasi die Welle in Drehung versetzt. Wir können mit dieser Vorrichtung hier ein etwa 70 cm breite Hobelmesser schleifen. Ich sag mal, das waren die ganzen Hobelmaschinen aus der Zeit, die hatten öfters so breite Messer. Wir haben aber ein Mindestmaß an Messerbreite, was wir brauchen, damit wir das Teil hier benutzen können und das ist 30 cm. Das bedeutet, kleiner Hobelmaschinenmesser können wir hier drauf nicht direkt schleifen, ohne uns eine Hilfe zu bauen. Wir können hier den Winkel einstellen. Den werde ich jetzt aber nicht mehr verstellen, den habe ich jetzt einmal eingestellt und werde ich immer genauso lassen, damit ich hier nicht zu viele verschiedene Winkel beim Schleifen erzeuge. Das kann man hier unten mit dieser Mutter erzeugen. Hier mit diesen Stellschrauben können wir quasi das Hobelmesser, wenn wir es schleifen, feinjustieren. Jetzt kommen wir zum Einbau und ich kann euch so viel dazu sagen, es ist nicht so einfach, die Maschine tatsächlich zu benutzen. Man braucht da schon ein bisschen Übung. Ich habe nämlich auch schon ein Hobelmesser so ein bisschen verschliffen, das konnte ich dann wieder richten. Aber das eine ist jetzt nicht mehr so gut. Aber ich hoffe, dass ich jetzt in der Demonstration euch das so zeigen kann, dass es auch direkt klappt. Wir haben jetzt hier vier Schrauben, mit denen wir hier oben diesen Niederhalter runterpressen können. Da müssen wir das Messer hier einsetzen. Wir können den Abstand vom Schleifstein hier mit dieser Kurbel einstellen. Ihr seht hier, jetzt fahren wir vom Schleifstein weg. Das Ganze muss hier auf diesen Schrauben aufliegen. Von der letzten, vom letzten Schleifen müsste das noch einigermaßen gut eingestellt sein. Das ziehen wir jetzt also mal zart bei. Dann hier leicht runterschlagen. Als nächstes müssen wir das ein bisschen beifahren, denn wir müssen schauen, ob wir mit der Schneide auch gleichermaßen den Stein berühren. Wenn das Ganze schräg steht, dann schleifen wir natürlich schräg. Das Messer wird blau und dann wird das nicht gut. Hier ist es ein bisschen ungleichmäßig, deswegen müssen wir hier das Ganze ein bisschen hochdrücken. So, dann die Maschine einschalten. Der Kondensator ist noch nicht so ganz fit. Durch einen kleinen Bedienerfehler von meiner Seite habe ich hier ein bisschen zu viel einmal abgenommen. Da ist hier die Schneide blau geworden. Das können wir aber gleich wegpolieren, das werden wir gleich schon gar nicht mehr sehen. Der Bedienerfehler war übrigens, dass ich vergessen habe, außen die Schrauben zu spannen. Dann habe ich herausgefunden, dass man in der Mitte mehr wegschleift. Also immer alle Schrauben natürlich festziehen. Das war ein Fehler von meiner Seite. Ich benutze das Ding jetzt auch erst zum dritten Mal. Und das ist das, was ich gemeint habe. Man braucht ein bisschen Übung. Hol die Schneide mal raus. Der Grat, der sich da jetzt gebildet hat, müssen wir mal wegpolieren. Und hier sieht man noch einmal, wie die Schneide jetzt ausgesehen hat. Hier einmal ein Blick auf die Schneide. Jetzt mal auf die Rückseite. Also, das ist schon echt
Übelst scharf. Hier ist mal ein kleiner Fehler unterlaufen, und zwar habe ich hier nicht gleichmäßig geschliffen. Da sieht man, hier ist mehr Material abgetragen worden als auf dieser Seite. Das Ganze hat schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also die Schneide ist richtig scharf. Also die rutscht hier nicht mehr vom Fingernagel runter, das hat sie vorher getan. Das einzige Problem, was ich jetzt derzeit noch habe, ist, dass das Ganze so ein bisschen rund schleift. Ganz, ganz minimal. Das ist so ein Hundertstel im Zehntelbereich. Und genau, gut, das hier bringt jetzt gar nichts, weil die Messer ja schon ein bisschen flexibel sind. Wie gesagt, ich habe hier in etwa 2 Zehntel Unterschied auf der Schräge gesehen, aber das muss ich dann schauen, wenn ich mal die Maschine einbaue. Das kann ich dir im heutigen Video leider nicht zeigen, weil meine Maschine im Moment keinen Strom hat. Und genau deswegen würde ich mich auch wieder freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, denn hier auf meinem Kanal gibt es regelmäßig solche Videos. Hier auf dieser Seite findest du, ich mache dir mal ein bisschen Platz, hier auf dieser Seite findest du jetzt noch 2 coole Videos von mir und meinem Kanal. Hinten sieht man auch so ein bisschen das Projekt, und zwar ist das ein quasi Format-Schiebeschlitten für meine Tischkreissäge. Den habe ich komplett selbst gebaut, und unten verlinke ich dir noch ein schönes Video. Das soll es hier heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.